Virus ist mal wieder ganz gediegen am Start, heute wieder mit einer Instant-Platin-Trophäe für euch. Wer nicht weiß, was das ist, ich erkläre es ganz kurz. Ihr startet das Spiel am Ende einfach nur noch und wenn ihr im Menü seid oder die letzte Aufgabe erledigt, bekommt ihr automatisch alle Trophäen von diesem Spiel inklusive der Platin-Trophäe. Was ihr unbedingt hierfür benötigt, ist auf jeden Fall ein USB-Stick und Safe Wizard. Wer nicht weiß, was Safe Wizard ist, wie das funktioniert und wo man das bekommt, einfach hier oben jetzt auf das kleine i draufklicken. Ich möchte euch dennoch darauf hinweisen, dass das Programm erstens 55 Euro kostet, dafür funktioniert es in über 900 Spielen, wo ihr cheaten könnt und ihr könnt das Programm für immer behalten. Des Weiteren braucht ihr auch unbedingt WinRAR auf eurem Laptop oder PC, weil ihr ansonsten die Datei nicht öffnen könnt. Für die heutige Platin-Trophäe habe ich mir Foxyland rausgesucht, kostet derzeit noch 3 Euro. Die Rabattaktion gilt noch bis zum 15.05.2020, dann kostet das Ganze wieder 5 Euro. Unten in der Beschreibung ist auch wieder das Safe Game, was ihr benötigt, damit ihr die ganzen Platin-Trophäen bekommt. Deswegen downloadet euch das jetzt am besten schon mal runter. Wenn ihr jetzt genau alles das habt, was ich aufgezählt habe, kommen wir jetzt zum ersten Schritt. Wir öffnen jetzt Safe Wizard. Wenn das Programm bei euch offen ist, guckt bitte, dass ihr den richtigen USB-Stick ausgewählt habt. Wir gehen dann nämlich einmal auf Resign und dann habt ihr hier ein Import-Symbol, da klickt ihr einmal drauf. Eure Datei ist entweder direkt auf eurem Bildschirm direkt zu sehen, also auf eurem Desktop, oder ihr habt das noch in der Download-Liste drin. Bei mir ist es jetzt schon in einem anderen Ordner. Da geht ihr einmal auf Foxyland drauf. Dann habt ihr hier so einen kleinen Bücherstapel mit einer Nummerierung, da klickt ihr einmal drauf, dann geht ihr auf Öffnen, dann bekommt ihr ein neues Fenster, da macht ihr doppelt Linksklick rein und dann steht hier Save Data, das markiert ihr einmal und dann geht ihr auf Importieren. Ihr bekommt noch eine Information, wir bestätigen das Ganze, wählen unseren Account aus und drücken auf Akzeptieren. Das Safe Game befindet sich nun auf unserem Profil abgespeichert. Wir drücken jetzt hier einfach nur nochmal OK und jetzt haben wir den Spielstand da drauf gezogen. Jetzt gehen wir auf die Konsole und werden das da einfach drauf speichern. Dazu gehen wir einfach einmal auf die Einstellungen auf der Konsole. Wir gehen runter zur Verwaltung. Dann habt ihr hier einmal stehen gespeicherte Daten auf dem USB-Speichergerät. Jetzt sollte der USB-Stick drinnen stecken schon. Ihr klickt da einmal drauf, dann in das System rein kopieren und jetzt sollte euch eure Datei angezeigt werden. Da klickt ihr auch nochmal einmal drauf, hier ein Häkchen reinsetzen und dann auf Kopieren. Das Ganze ist jetzt im System reinkopiert worden. Jetzt einfach einmal die PlayStation-Taste drücken, das Spiel raussuchen und einfach mal starten. Wir sind jetzt in der ersten Sequenz, ihr drückt hier einfach einmal X. Ganz wichtig ist, bei diesem Spiel müsst ihr einmal die letzte Mission einfach spielen, das sind wirklich nur Sekunden. Und auch wichtig, einmal kurz in den Laden gehen, ihr klickt jetzt hier einfach irgendwo drauf, kauft was, geht wieder zurück, geht einmal auf Spielen, geht dann auf die Welt 20 einfach drauf und spielt einfach die 20. Ebene noch einmal. Ihr müsst diese Ebene nicht bestehen, einfach nur reingehen, ein bisschen rumrennen und das war's auch schon. Ihr seht, alle Trophäen sind in der Zeit aufgeploppt. Auch die Platin-Trophäe und damit haben wir auch in diesem Spiel die Platin bekommen. Jetzt kommen wir noch zu einer kleinen Verlosung. Ich verlose für euch 3x3 Platin-Trophäen. Ob es nun für euren Hauptaccount ist oder für einen neuen Account, das ist egal. Um dran teilnehmen zu können, schreibt ihr einfach in die Kommentare Hashtag Instant. Ihr müsst hier kein Like geben, ihr müsst hier auch nicht abonnieren. Das Kommentar reicht hier total aus. Ihr solltet nur bitte beachten, dass ihr auf jeden Fall eure Passwörter braucht für eure PSN-Daten. Ihr braucht also die E-Mail als auch das Kennwort für euren Account, wo die Platin-Trophäen drauf gehen sollen. Wenn ihr das alles habt, dann könnt ihr dran teilnehmen. Das war es jetzt erstmal von mir, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr dennoch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wer nichts verpassen will, kann auch noch gerne abonnieren. Das war es jetzt erstmal von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und tschüss.